eine schmale Schotterpiste, mitten in den bolivianischen Anden, immer am Abgrund entlang. Die Camino de la Muerte, Boliviens Todesstraße. Sie hat schon viele Leben gefordert. In ihrer Hochzeit stürzten hier 200 bis 300 Menschen jährlich die steilen Klippen hinunter in den sicheren Tod. Gebaut wurde die Camino de la Muerte in den 30er Jahren. Lange Zeit war sie die wichtigste Verbindungsstraße zwischen Boliviens Regierungsstadt La Paz und der Yungas-Region. Daher auch ihr offizieller Name Yungas-Straße. Erdrutsche, Überflutungen und waghalsige Passiermanöver gehörten hier zum Alltag. Zumindest bis zum Jahr 2007, als eine zweispurige Umgehungsstraße eröffnet wurde. Trotzdem sind immer noch jeden Tag zahlreiche Menschen auf der Camino de la Muerte unterwegs. Die meisten davon aber nicht auf vier, sondern nur auf zwei Rädern. Denn Boliviens Todesstraße ist heutzutage vor allem unter Mountainbikern extrem beliebt. Doch wie sicher ist so eine außergewöhnliche Fahrradtour auf der angeblich gefährlichsten Straße der Welt? Der Tourist hat sich hier schon verletzt oder der Tourist ist hier schon runtergestürzt. Und jeder Fehler kann halt schon den Tod bedeuten. Los ging unser Trip am frühen Morgen in La Paz. Ein kleiner, klappriger Bus brachte unsere 12-köpfige Reisegruppe über eine steile Straße bis zur Passhöhe La Cumbre. Hier konnten wir auf einer Höhe von rund 4700 Metern unsere Mountainbikes zum ersten Mal ausprobieren. So, wir sind jetzt hier am Anfang der Strecke und man sieht schon hinter mir, es sind richtig hohe Berge. Hinter mir ist zum Beispiel der Berg Potosi, der ist über 6000 Meter hoch. Und jetzt kriegen wir so unser Equipment gecheckt und dann geht es gleich los mit den Fahrrädern. Und wir fahren uns jetzt erstmal auf einer Asphaltstraße ein, bevor es dann weitergeht auf die gefährlichste Straße der Welt. Nach ein paar Mal hin und her fahren ging es auch schon los. Das erste Drittel unserer über 60 Kilometer langen Tour war wie eine Art kleine Vorbereitung für das, was uns auf der Todesstraße noch erwarten würde. Denn schon hier, zwischen den schneebedeckten Gipfeln der bolivianischen Anden, war die Straße kurvig, der Verkehr unberechenbar und der tiefe Abgrund neben der Fahrbahn ein stetiger Begleiter. Doch die Angst abzustürzen war schnell verflogen, ersetzt durch ein Gefühl purer Begeisterung. Der kalte Fahrtwind im Gesicht, der Asphalt, der unter den Füßen hinwegrauscht, und die atemberaubenden Ausblicke in dieser rauen Berglandschaft. Wir haben jetzt die erste Sektion geschafft, auf der asphaltierten Straße, so ungefähr 22 Kilometer runter ins Tal. Und jetzt gehen wir wieder in den Bus, weil jetzt kommt eine Strecke, die immer bergauf, bergab geht. Und es wäre zu anstrengend bei der Höhe, weil wir uns ja noch ein bisschen dran gewöhnen müssen. Und danach geht es zur Todesstraße. Aber es macht schon mega Bock, hier lang zu heizen. Man kann teilweise gar nicht mehr treten, weil man schon so schnell ist. Und der Ausblick ist einfach genial. Nach ungefähr 30 Minuten verließen wir dann die Sicherheit der asphaltierten Fahrbahn und standen nun mit unseren Mountainbikes vor der Camino de la Muerte, auch bekannt als die gefährlichste Straße der Welt. So, wir sind jetzt in der Todesstraße und wir haben nicht viel Zeit. Wir fahren direkt los, haben eben noch ein Meeting bekommen, was wir alles beachten sollen. And now we go on the death road. Viel Zeit zum Überlegen blieb also nicht. Direkt nach der Ansprache unseres Reiseführers Gustavo mussten wir schon in die Pedale treten. Während ich meine ersten Meter auf der Todesstraße zurücklegte, dröhnten Gustavos warnende Worte immer noch in meinem Kopf. Erstens, auf der Camino de la Muerte gilt Linksverkehr. Heißt, wenn uns Autos entgegenkommen, müssen wir diesen ausweichen und direkt am Abgrund entlangfahren. Kein Scherz. Diese Regel stammt noch aus der Zeit, als schwerbeladene LKWs bergauf ihre Waren nach La Paz brachten und dafür die sicherere Fahrbahnseite benutzen mussten. Zweitens, schau nicht in den Abgrund, denn vor allem bei unerfahrenen Bikern gibt der Blick die Fahrtrichtung vor. Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich mich nicht immer an diese Regel gehalten habe. Die Neugier war einfach zu groß. Und drittens, passt auf euch auf, fahrt vorsichtig und, das Allerwichtigste, versucht Spaß zu haben. Und das fiel uns tatsächlich leichter als gedacht. Mit unseren Bikes cruisten wir über die holprige Schotterpiste, durch den malerischen Dschungel, vorbei an steilen Felswänden, die mit Faunen, Bäumen und Coca-Pflanzen überwachsen sind. Ein starker Kontrast zur kahlen Berglandschaft zu Beginn unseres Trips. Und auch die Temperatur stieg stetig an, je tiefer wir ins Tal gelangten. Abkühlung verschafften uns die zahlreichen Wasserfälle entlang der Todesstraße. Ein ganz normales Phänomen während der Regenzeit. Ansonsten haben wir von der nassen Jahreszeit aber nichts mitbekommen, denn mit dem Wetter hatten wir großes Glück.
Nur ab und zu versteckte sich die Sonne hinter den dichten Nebelschwaden, die an den Klippen hinaufkletterten. Doch schnell war der Blick wieder frei und die Aussicht von der Todesstraße einfach nur einmalig. Wir haben jetzt ein bisschen über die Hälfte geschafft auf der Todesstraße. Ich muss ehrlich sagen, also es macht jede Menge Spaß. Man hat nicht konstant Lebensgefahr, auch wenn es so ein, zwei Situationen gibt. Wenn man doch mal runterschaut über die Klippe, da geht es halt mehrere hundert Meter runter. Und jeder Fehler kann halt schon den Tod bedeuten. Und wenn man dann über so ein paar dickere Steine fährt und dann mal ausgleichen muss, ja, da geht einem schon die Pumpe. Aber es ist einfach mega schöne Natur hier und jetzt freue ich mich einfach aufs Ende. Ist auch irgendwie immer ein bisschen gruselig, weil hier als einem erzählt wird, ja, der Tourist hat sich hier schon verletzt oder der Tourist ist hier schon runtergestürzt. Aber das waren oft Sachen, wo die selber sehr gefährlich gefahren sind. Und wenn man hier auf sich aufpasst und gewissenhaft fährt und nicht hier die krankesten Aktionen reißt, dann ist man auf der Todesstraße überraschend sicher unterwegs. Auf dem letzten Teil unserer Tour auf der Todesstraße wird es nochmal heißer und staubiger. Flache Streckenabschnitte wechseln sich mit steilen ab. Ein besonders steiles Stück der Todesstraße wird von unserem Reiseführer Gustavo nur der Toothbreaker, also der Zahnbrecher, genannt. Denn wer hier zu stark bremst, der fliegt schnell über den Lenker. Da es in diesem Streckenabschnitt häufig zu Erdrutschen kommt, müssen wir nun noch genauer als zuvor auf Hindernisse auf der Straße achten. Doch nicht nur große Steine können einem den Weg versperren. Auch Hunde oder Affen laufen einem hier gerne mal vors Fahrrad. Von den süßen Tieren lässt man sich aber gerne aufhalten. Jetzt ist das Ziel fast erreicht. Wir durchqueren noch ein paar letzte Flüsse auf der Todesstraße und kommen dann in der kleinen Stadt Julosa an. Knapp 5 Stunden nach Tourbeginn und rund 3500 Höhenmeter tiefer. Von hier aus ist es nicht mehr weit zu unserem letzten Stopp, dem La Senda Verde Animal Refuge, eine Auffangstation für Wildtiere. Und damit ist es geschafft. Wir haben Boliviens Todesstraße bezwungen. Verschwitzt, dreckig und erschöpft, aber vor allem überglücklich. Jetzt heißt es erstmal duschen, essen und die faszinierende Tierwelt dieser Region bestaunen. So Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Todesstraße überlebt und das war echt ein mega Abenteuer. Nicht nur wegen dem Nervenkitzel, sondern auch, weil einfach die Natur hier mega schön ist. Und ich bin einfach dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte. Ich werde noch weitere solcher Videos produzieren, denn ich bin aktuell auf einer 3-monatigen Südamerika-Reise und will einfach spannende Orte sehen, darüber berichten, mit interessanten Leuten reden. Und wenn auch dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall bei diesem Kanal dran und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.